Auch wenn es ruhig ist ums Bundeshaus, deine bradelt es wieder. Es ist Sessionszeit. Es ist wieder eine reich befrachtete Traktandenliste. Für uns ist natürlich speziell, dass unsere Bundesrätin, wie alles rund läuft, zur Vizepräsidentin vom Bundesrat gewählt wird. Das ist sicher für uns etwas ganz Spezielles. Auf der anderen Seite ist das ganze Budget, das natürlich eine Riesenzeit in Anspruch wird nehmen, wo es wieder darum geht, was ist machbar, was ist nicht machbar. Und dort haben wir auch schon wieder einen Rückweisungsantrag von der SVP. Und dort wird man müssen kämpfen, aber wir sind zuversichtlich. Nachher, was für uns sicher auch wichtig ist, der indirekte Gegenvorschlag zur Offroad-Initiative kommt bereits. Den hat ja unsere Fraktion das letzte Mal lanciert in der letzten Session. Jetzt hat man ihn bereits in der Kommission beraten. Und wir hoffen natürlich, dass wir den werden durchbringen. Das wäre, glaube ich, für das Wohl vom Klima, von der Klimaerwärmung und so, wäre das ein Riesenschritt. Das sind so zwei, drei Highlights, die ich anfangen zu erwähnen. Die Wintersession dauert bis zum 17. Dezember.